بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Das Thema von heute ist: Sind Salafis intolerant bzw. Salafisten? Ehrlich gesagt, diesen Begriff Salafis oder Salafisten, den haben wir eigentlich verworfen und den nehmen wir nicht für uns in Anspruch, weil durch die Medien einfach zu viele Dinge in einen Kopf geworfen werden. Leute, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, ne, werden mit uns in einen Topf geworfen. Und deswegen, der Begriff Salafi, zum Beispiel Sheikh al-Albani hat gesagt, man soll sich Salafi nennen. Und dann hat er gesagt, warum? Haben sich die Sahaba, haben sie sich Salafi genannt? Und er meinte, wenn dich jemand fragt, was bist du? Ja, Muslim, okay, was für ein Muslim bist du? Bist du dieses, bist du jenes, bist du das, ja? Da kannst du alles Mögliche sein, aber wenn du sagst, du bist Salafi, ist klar, was du bist. Aber meiner Meinung nach, Wallahu alam, in der heutigen Zeit ist das nicht mehr so, sondern ganz im Gegenteil. In der heutigen Zeit führt der Begriff nicht zu einem Verständnis und zu einer authentischen, objektiven Einschätzung, was du bist und was du glaubst, sondern die Salafis sind untereinander zerstritten in verschiedene Gruppen und deswegen sagt es rein nichts über dich aus, fast nichts über dich aus. Es gibt einige wenige Punkte, wo sich die sogenannten Salafisten oder Salafis einig sind. Und es gibt so viele Sachen, wo sie nicht einig sind. Genauso wie bei den Sufis beispielsweise so viele verschiedene Tariqats gibt, die sich untereinander nicht einig sind. Und genauso wie es unter den Schiiten so viele verschiedene Gruppen sind, die sich nicht einig sind. So ist es ähnlich. Wir haben Leute, das, wo man sich einig ist, ist die Herangehensweise bei den Namen und Eigenschaften von Allah. Das, wo man sich einig ist, ist, dass man beispielsweise die Religion von schlechten Erneuerungen reinigen muss. Aber viel mehr kommt da auch nicht mehr. Die meisten Fiqh-Angelegenheiten gibt es unterschiedliche Meinungen, weil der Salafi-Manhaj der toleranteste eigentlich ist. Der Salafi-Manhaj ist der toleranteste, weil es nicht irgendeinen Guru gibt, ja, zum Beispiel der Chef von dem Tariqa, der sagt, so und so ist das, oder den Imam oder Ayatollah, der sagt, so und so ist das, sondern der Salafi-Manhaj gibt dir die Freiheit zu schauen, was haben die verschiedenen Gelehrten gesagt, was hat Imam Ahmed gesagt, was hat Imam Shafi'i gesagt, was hat Imam Malik gesagt, was hat Imam Abu Hanifa gesagt. Und du bist nur gebunden an Koran und Sunna nach dem Verständnis des Salaf. Das heißt, du darfst keine Eigeninterpretation vornehmen, aber du schaust dir, was haben die verschiedenen Gelehrten, was haben die verschiedenen Sahaba dazu gesagt. Nicht nach deinen eigenen Gelüsten, wie dann wieder einige kommen und erzählen, ja okay, die suchen sich einfach über das Leichteste aus. Wir suchen uns ja nicht das Leichteste aus. Wenn du dir das Leichteste aussuchst, dann ist das verboten. Du kannst nicht einfach Tetebu Rochas machen, einfach den Erleichterung folgen, sondern du musst schauen, was das Authentischste ist. Ja, es gibt die berechtigte Kritik. Das kann aber nicht jeder, stimmt, das kann auch nicht jeder. Aber zu einem gewissen Ausmaß kann man das. Denn wenn ich beispielsweise sehe, der Imam XY gibt mir seine Erklärung und der Imam XY gibt mir mal seine Erklärung und beide Imame sind von Al-Sunnah wal-Jamaa, da kann ich schon danach gehen. Dann wird erzählt, ja, die sind gegen die Madhahib, die sind nicht gegen die Madhahib. Die meisten Salafis, die Salafi-Schulen beispielsweise in Ägypten, in Saudi-Arabien Universitäten, wird die Hanbali-Madhab beigebracht. In den Schulen in Ägypten wird man Nao Sabil Hanbali-Madhab oder Metin Abi Shuja vom Shafi-Madhab beigebracht. Das heißt, das hat damit nichts zu tun. Und sogar in Schulen in Marokko wird der Maliki-Madhab beigebracht. So, das hat nichts mit einem Madhab-Verweigerung zu tun. Aber man sieht sich nicht so gebunden an den Madhab. Das heißt, dass jemand, der in einer Meinung eine andere, in einer bestimmten Messe eine andere Meinung fort sofort abgeschrieben ist und im Dalal ist. Das heißt, die Salafis sind eigentlich toleranter. Du hast mir immer gesagt, die sind intolerant, die akzeptieren keine Meinung. Ich finde es bemerkenswert. Ich finde es wirklich bemerkenswert. Das hört man dann von Sufis zum Beispiel. Die sagen ja, die akzeptieren keine andere Meinung. Ach so, akzeptiert ihr andere Meinungen? Okay, ihr akzeptiert andere Meinung, gut, dann akzeptiert unsere Meinung, dass es keine gute Bidda gibt. Dann akzeptiert unsere Meinung, dass man nicht Tabarruk mit Gräbern machen darf. Akzeptiert doch unsere Meinung. Akzeptiert unsere Meinung, dass ich nicht blind einem Madhab folgen muss. Akzeptiert unsere Meinung,
dass Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Eigenschaften beschrieben wird und dass man kein Ta'wil machen darf. Akzeptiert doch unsere Meinung. Wir sind ja intolerant, aber wir erklären euch nicht zum Kafir, weil ihr diese Meinung habt, aber ihr erklärt uns teilweise zu Kuffar. Okay, ihr Schiiten, ihr diskutiert darüber, dass wir nicht tolerant sind. Wir sind ja nicht tolerant, wir akzeptieren nur unsere eigene Meinung. Okay, dann akzeptieren wir unsere Meinung, dass Abu Bakr der erste Khalif ist. Akzeptieren unsere Meinung, dass Umar der zweite Khalif ist. Akzeptieren unsere Meinung, dass die Frauen des Propheten die Mütter der Gläubigen sind und dass wir sie lieben müssen. Akzeptieren unsere Meinung, dass Uthman der dritte Khalif ist. Das heißt, was ist das für eine Heuchelei? Uns Intoleranz vorzuwerfen und selber, wo ist die Toleranz? Und ich sage es ganz klar, als ich am Anfang Muslim geworden bin, wer hat mich am meisten schief angeguckt? Die türkische Moschee. Wenn ich zum Beispiel die Hände hier hatte. Ja, so betet man nicht. So beten nur die Frauen. Ja, okay, wir haben Schäfer, die beten so. Wenn ich zum Beispiel Tahiyat und Masjid gebetet habe. Töbe, töbe, töbe. Das sagt Imam Ahmed Hanbal, das sagt Imam Shafi'i. Das ist das, wo ich am meisten Intoleranz gespürt habe. Gerade in der Anfangszeit, wo ich Muslim geworden bin. So, gibt es Salafis, sogenannte Salafis, die intolerant sind? Ja. Das sind meistens die größten Juhal, die keine Ahnung haben, die gestern angefangen haben zu beten. Und genau so ist es auch bei den anderen Gruppen. Nicht unbedingt. Bei den anderen Gruppen ist es aber oft so, dass gerade die am wenigsten Toleranz sind, die am meisten Wissen haben. Also genau andersherum. So, das heißt, es ist Quatsch. Und dann das Beste ist, wenn dann die Modernisten kommen mit, die Salafisten haben keine Toleranz. Das ist das Beste. Habt ihr Toleranz? Ja, warum akzeptiert ihr sich? Ihr müsst uns, okay, dann akzeptiert uns. Wir sagen, dass der Islam die einzig wahre Religion ist. Akzeptiert ihr das? Nö, ist falsch. Mohammed Rashid schreibt in seinem Buch Atheisten sinngemäß, dass Atheisten eigentlich keine Kuffar sind und Christen auch nicht, aber die wahren Kuffar sind die Salafisten. Wo ist die Toleranz? Heuchelei. Ja, Heuchelei. Ich habe jetzt ein Buch von einem algerischen Modernisten, bin ich gerade am Lesen. Er schreibt dort tatsächlich, unser Islamverständnis ist für die Selbstverwirklichung des Individuums. Und auf der anderen Seite schreibt er, so sind wir beispielsweise gegen Imam-Ehen. Ach so? Ich dachte, du bist für die Selbstverwirklichung des Individuums. Okay, was ist denn jetzt der Schaden, wenn jemand heiraten will? Das heißt, reden wir mal Klartext. Mann und Frau wollen miteinander heiraten, um Sex zu haben. Weil ansonsten können die auch einfach sich miteinander unterhalten. Die wollen Sex haben. So. Aber jetzt zu warten, 3 Monate, bis man am Standesamt drangekommen ist, ist denen zu lange. Und dann gehen die zu einem Imam mit dem Vater und heiraten. Da seid ihr gegen? Okay, nach welcher Logik seid ihr dagegen? Gegen die sogenannten Imam-Ehen? Nach welcher Logik? Ihr seid doch für die Selbstverwirklichung. Das heißt, das ist alles Heuchelei. Das ist alles Heuchelei. Toleranz. Wir sind die Tolerantesten. Mit mir kann jeder reden. Jeder. Und wir sind diejenigen, die natürlich, wie schon gesagt, es gibt überall schwarze Schafe und überall Leute, die keine Ahnung haben. Bestimmt ist ein IS-Anhänger, der auch als Salafist betrachtet wird, den ich aber nicht als sogenannten Salafisten betrachte oder Salafi betrachte, weil diese Leute Khawarisch sind, ja, der ist mit Sicherheit nicht tolerant. Natürlich nicht, weil er jeden zum Kafir erklärt, der nicht bei 3 auf dem Baum ist. Die erklären mich sogar zum Kafir. So, natürlich ist der nicht tolerant. Aber wollen wir von so einer kleinen Gruppe reden, von wahnsinnigen Vollidioten, die kein Hirn haben? Wir nehmen jetzt eine kleine Gruppe von Vollidioten, die überall in den Ländern versteckt sind, als kleine Gruppen, von denen in Saudi-Arabien meistens keinen einzigen siehst. Ja, und die nehmen wir jetzt als Maßstab. Leute, die in Medina Anschläge machen, die Anschläge auf Moscheen machen,
die gerade die Salafi-Duat zu Kuffar erklären, die sollen wir jetzt als Maßstab für die Salafis nehmen? Das ist der pure Wahnsinn, ist das. Das ist der pure Schwachsinn. Ja. Und dann nimmt man irgendein Buch von Sheikh al-Albani, was man selber nicht verstanden hat, und sagt, hier, Sheikh al-Albani sagt dies, Sheikh al-Albani sagt das. Mashallah, macht dieselbe Herangehensweise bei euch. Schaut es euch an. Bei euch sagt ihr, wir müssen gucken, was der Gelehrte auch hier sagt, was der Gelehrte auch da sagt. Macht doch dasselbe bei Sheikh al-Albani. Hat Sheikh al-Albani seinen Vater oder so zu Kuffar erklärt? Nee. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle Recht leiten und uns Ehrlichkeit schenken. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.